Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Video zu Foot World Cup 2018. Wir sind heute am Start und werden uns gleich auf diesem Kanal das erste Mal in den neuen Modus begeben. Vorher gibt es allerdings noch Foot Champions Belohnung inklusive den Monthly Rewards für den Mai. Ich habe da nicht so viel gespielt, soweit ich mich erinnere. Sollte also irgendwas im Goldbereich sein. Gold 1 denke ich mal nicht mal, Gold 2 weiß ich auch nicht, Gold 3 vielleicht. Aber dementsprechend kriegen wir Team of the Season Rewards. Lohnt sich also definitiv und dafür könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde aber hier eine Infokarte hinmachen. Ist Foot tot? Denkt ihr, Foot ist tot? Da möchte ich gerne mal das wissen, weil die Preise sind auf jeden Fall tot. Deswegen konnte ich mein Team aktualisieren. Mittlerweile sieht es so aus. Wir haben links Kolarov Team of the Season, rechts Pjanic Team of the Season, der nur 83.000 Münzen gekostet hat. Trotz diesen Werten, ja, trotz allen Werten über 80. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile ja gestiegen oder sogar noch gesunken ist. Er ist anscheinend ein bisschen gestiegen, aber absolut krank. Quadrado hat auch nur 43.000 kostet der Inform, total übertrieben. Und ja, dementsprechend haben wir natürlich mittlerweile auch einen Ronaldo für 300.000 Münzen auf dem Markt gehabt. 390.000 hat er gekostet, als ich geguckt habe, was schon krank ist. Ist Foot tot oder nicht? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Allerdings ist auf jeden Fall Foot World Cup nicht tot. Und da könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung IG Vault auschecken. Da gibt es nämlich wunderschöne Rabattaktionen, Bonusaktionen mit 8% gratis Münzen. Und mit den Münzen könnt ihr natürlich da Packs öffnen. Und dazu kriegt ihr noch dazu, ja, zu den 8% kriegt ihr noch 10% Rabatt mit dem Code Max Gaming TV 2018 WC 2018. Lohnt sich also auch auf jeden Fall. Checkt das aus. Link ist in der Videobeschreibung. Gerne auch bei IG Vault mal ja, die anderen Sachen auschecken. FIFA Points, PSM Microsoft Guthaben gilt der Rabattcode auch für. Von daher macht das mal. Und ja, sonst Videobeschreibung immer gut. Wegen Instagram, Twitter, Facebook könnt ihr auch auschecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Da ist alles kostenlos und ihr bekommt zurück meine, oder ein Einblick in mein privates Leben, meine privaten Gefühle und vor allem während der WM und so wird das, denke ich mal, ganz nice. Erstes Pack ist Thin, das ist dementsprechend kompletter Rotz, das brauchen wir auch überhaupt nicht weit angucken. Lanzini und Kokorin, den ich als Team of the Season Variante im Rest der Welt gezogen habe. Dann haben wir dazu noch ein seltenes Megaset und ein seltenes Megaset 2. Ich weiß übrigens, dass der Reward ja Team of the Season Spieler sind. Oh, oh, mein erster Team of the Season, den ich packe. Frankreich, ZM, Rabiot. Nice! Das ist der erste, den ich ziehe, wirklich. Und dann auch in meinen Rewards. Das ist nice. Das ist wirklich cool. Da freue ich mich extrem drüber. Ich habe noch nicht einen einzigen gezogen. Und jetzt in den Foot Champs Rewards. Das ist cool. Ich denke mal, da wird aber auch nicht viel mehr. Ja. Überlegt mal. Für die Karte. 35.000 Münzen. Der Foot ist so tot. 25.000 Münzen. Wenn man bietet. Das ist so tot, das Spiel. Behalte ich aber natürlich. Schmeichel haben wir dazu. Marega und Fernandes. Marega hatten wir ja auch schon eine Episode drüber. Ja, ist in Ordnung. Seri dazu mit Rafinha, Topal und Wood und Carmona. Passt also alles. Die normalen Spieler gehen nicht mal für Discard weg momentan. Das ist echt richtig heftig. Was wollte ich noch sagen? Ja, das war's eigentlich. Ja, also, Foot ist tot. Foot ist schlicht und ergreifend tot. Und trotzdem habe ich ein Team of the Season gezogen. Mein ersten. Und es ist ausgerechnet der Franzose, der nicht mit zur WM fährt. Ja, was für ihn natürlich sehr bitter ist, mich nicht weiter kratzt. Aber naja, wir ziehen das Team of the Season Pack. Ich bin gespannt. 4 Team of the Seasons haben wir drin, alle mindestens 86. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt so einen ziehen würde wie Nainggolan oder so. Das wäre brutal, weil den könnte ich super einbauen. Aber es wird Iličić. Iličić? 91er Iličić. Ich wusste gar nicht, dass er Team of the Season hat. Ist aber nice. Die Karte sieht sehr stark aus. Ich wusste es trotzdem nicht. Wer ist noch drin? Hernandez, das ist cool. Alisson ist auch auf jeden Fall cool. Und Fernando, den hätte ich für ein Team den hätte ich für ein Team gebraucht. Das zeige ich euch gleich mal ganz kurz. Ja, die Karten sind nice. Das nimmt man doch auf jeden Fall mit. Ja. Ich habe nicht großartig was erwartet. Das Spiel ist eh tot. Und ich habe mein Team. Von da, also für Foot Champs und so. Von daher ist es nicht so wild. Auch wenn Angola natürlich krass gewesen wäre. Aber ja. Das Team hatte ich um Sané gebaut im Endeffekt. Ich mache das mal ganz kurz hier. Sekunde. Das hätte so ausgesehen, im Torpaar Wlenka Team of the Season, dann Sané Team of the Season, rechts die Reihe in Form, links von Arnold in Form, Philippe hätte ich in Ingame ausgetauscht, immer mit Kimpembe, dann wäre es sozusagen Full Special Card Team gewesen. Sechser haben wir Vieira und Fernando, linkes zentral auf dem Mittelfeld Zaha, und zwar Player of the Month, rechts dann in Form Giuliano, der wahrscheinlich auch noch Team of the Season bekommt, und vorne dann Smolov und Kokorin Team of the Season. Wäre sehr, sehr geil gewesen auf jeden Fall, vielleicht baue ich das jetzt doch noch, weil ich jetzt ja den Fernando habe und den Giuliano Team of the Season ziehe ich im Idealfall auch noch, aber ja, oder kann ich mir dann kaufen, ne? So ist ja nicht, also die Preise sind momentan, wie gesagt, extrem billig, aber ja, für den Moment war es das aus Ultimate Team, wir switchen mal in den World Cup Mode und sehen uns da wieder.
So, da sind wir. Ihr seht, ich habe bereits zwei Spiele gemacht, beziehungsweise drei Spiele gemacht, zwei Siege geholt. Liegt ganz einfach daran, ich habe bereits ein bisschen Draft gespielt, da aber leider Gottes im Halbfinale verloren, was bitter war, weil ich hätte nicht verlieren müssen, aber naja. Packs habe ich auch ein paar gezogen, Dybala habe ich gezogen, Paulinho habe ich gezogen, Jesus habe ich gezogen, Khedira, ihr seht es ja, Kimmich noch dazu, Kane war mein Startspieler, der erste, den ich gezogen habe, also den man zum Anfang so bekommt. Pepe habe ich dabei, Morata, Sané, Costa, Rabiot, Mustafi, ist also ganz ordentlich, möchte ich behaupten, ist jetzt nicht überragend, aber kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Die Leihikone war Pelé, nebenbei bemerkt. Habe ich Ronaldinho gesagt? Ich weiß es nicht. Perisic, Bilia, Xhaka, Batshuayi. Also ist auf jeden Fall kein schlechtes Team. Und wir werden jetzt mal einfach ein paar Packs öffnen, weil Foot ist tot und meine Münzen kann ich dementsprechend auch hier verschwenden. Und danach werden wir vielleicht ein Spielchen machen, je nachdem, ob ich jetzt hier noch was Gutes ziehe. Oder ein Draft. Ich glaube eher ein Spielchen. Und ja, mal sehen, wie sich denn der Max im World Cup Mode so anstellt. Ich muss persönlich sagen, Dänemark, Vestergaard, Christensen. Ja, war okay, ja klar. Warum Vestergaard? Ich war bisher noch nicht so gecatcht vom World Cup Mode. Ich finde den ganz cool. Im Endeffekt ist das Problem aber, er ist wirklich keine Langzeitmotivation. Ich weiß nicht, wie die Spielmodis in dem Modus jetzt hier so sind. Ich weiß, dass es, ja, es gibt halt Online-Turnier, ne, das ist okay, ja, die Turniere hier, das kann man machen, das ist halt Gruppen, das ist halt eine WM, die man gewinnen muss im Endeffekt, aber ist halt auch irgendwie nicht so spannend. Online-Draft ist okay, aber sind halt auch immer nur die gleichen Spieler, und SBCs sind cool, definitiv, aber ich weiß nicht, ob Langzeitmotivation so wirklich da ist. Es gibt halt auch keine Einzelspiele, es gibt nur das, ja, weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass es eine Langzeitmotivation geben wird. Für den Moment ist es auf jeden Fall mega nice, vor allem weil es wie so, wie früher Sticker-Alben, wisst ihr? Man sammelt die Spieler. Und das ist halt sehr, sehr nice. Und dazu ist Packweight halt genial, weil man halt wirklich gute Spieler relativ einfach zieht. Belgien jetzt beispielsweise Stürmer, das wird locker Lukaku werden. Ja, so ist es. 86er Lukaku, das ist halt geil, wisst ihr? Das ist halt schon sehr schnieke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend Dembélé noch dazu, Hazard noch dazu. Das ist ein sehr gutes Pack auf jeden Fall. Beschweren kann man sich da eher weniger. Und deswegen, der Spaß ist in dem Modus auf jeden Fall da. Gar keine Frage, der wird da sein, gar keine Frage. Aber wird ihr auf lange Sicht gesehen, ob ich mich damit jetzt faszinieren kann und den ganzen Tag, wie ich früher, keine Ahnung, Online-Saison gespielt habe, hier World Cup-Mode spielen kann. Ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja mal Kommentare schreiben. Russland, Rechtsverteidiger, das wird Mario Fernandes. Ja, 81er. Gott sei Dank kein dünnes Pack, aber auch nicht überragend. Ich glaube, zwei machen wir noch und dann gehen wir mal in ein Spielchen und versuchen mal die WM zu gewinnen. Auch wenn ihr nur den Anfang sehen werdet. Ein Ladenovic, ein ehemaligen Kölner. So, vielleicht ja, drei Packs machen wir noch. Machen wir noch drei Packs. Dann passt das ganz gut mit 150.000 Münzen. Mal sehen. Wieder kein dünnes Pack. Das ist halt immer das Schöne. Man hat immer Boards. Diesmal aber nur eine Sternschnuppe. Aber ein Brasilianer. Rechter Flügel. Nicht Douglas Costa. Bitte, den habe ich schon. Hulk. Sehr geil. Hulk wollte ich nämlich unbedingt ausprobieren. Einfach, weil ich liebe Hulk. Und der ist ja in Ultimate Team leider nicht, weil er bei Gangsu spielt. Aber hier in dem Modus ist er Gott sei Dank drin. Sehr, sehr schön. Forster Skills. Was hat er für Shooting Stats? 94 Schusskraft, 90 Fernschüsse. Genial. Da freue ich mich drauf. Das wird nice. Dos Santos haben wir gerade schon gezogen, haben wir jetzt als Duplikat. Das ist halt der mit dem Duplikat, dass man wirklich null Münzen dafür bekommt. Das finde ich, hätten sie irgendwie ein bisschen anders regeln sollen, aber gut, das ist jedes Jahr im Endeffekt so. Man kann die Spieler ja auch eintauschen, so ist nicht. Von daher noch kein dünnes Pack. Diesmal drei Sternschnuppen und hoffentlich nochmal ein guter Spieler. Frankreich, oh, das ist vielversprechend. Okay, Innenverteidigung, das kann nur Laporte sein. Nee, Koscielny. Okay. Ja, an den habe ich nicht gedacht. An den habe ich tatsächlich nicht gedacht. Der fährt nicht mal mit zur WM, Laporte. Von daher, naja, Dembélé noch dazu und Nainggolan. Nainggolan, der größte Witz, dass der im World Cup-Modus ist. Aber allgemein sind ja viele Spieler drin, die nicht mitfahren. Ich finde es immer noch sehr kritisch, dass er nicht mitgenommen wurde. Aber gut, das ist die Entscheidung vom Trainer. Und der hat es halt nun mal so getroffen. Ein Pack machen wir noch. Und dann gehen wir mal in ein Spielchen. Und vorher bastle ich noch mein Team, glaube ich, ein bisschen um. Wird auch nochmal ein Board. Hoffentlich nochmal was Gutes. Ich bin gespannt. Deutschland, immer gut. Linkes Mittelfeld. Leroy Sané habe ich schon. Oder Reus. Draxler. Okay. Das Draxler 84 hat übrigens einen Witz. Weil Draxler ist im Nationalteam viel, viel besser. Aber gut. Egal. Andere Geschichte. Kann man auf jeden Fall mit leben, würde ich behaupten. Und ich baue da mal ein bisschen rum. Und wir sehen uns gleich wieder. Gut, überragend ist das Team jetzt nicht. Aber man kann es, denke ich, mal so machen. Möchte ich zumindest behaupten. Wir haben Hulk im Sturm. Aber erstmal packe ich Douglas Costa denn. Ich wechsle Hulk dann früher oder später ein, damit der zumindest auf 6 Chemie spielt. Ich denke mal, Douglas Costa kann wegen seinem Tempo auch auf 3 Chemie ganz gut überzeugen. Das sollte funktionieren. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich denke, nichts, ne? Das war's eigentlich. Ich habe an dem Team sonst nichts geändert. Ich habe noch Muslera ins Tor gepackt für Guillaume.
habe jetzt auf der Bank Dembélé, Hulk und Lukaku anstelle von den Kollegen hier. Und ja, bin jetzt mal gespannt, auf was für Gegner wir treffen. Es ist ja sehr einfach, krasse Teams zu bekommen, deswegen gehe ich mal davon aus, es wird ein starkes Team. Aber das sehen wir gleich. Er hat auf jeden Fall 100 Chemie und er hat ein komplettes europäisches Team. Kimpembe hat er da drin, Inigo Martinez, Lichtsteiner, Monreal, Ter Stegen, Gelson Martins, Jagoev, Iniesta, Sané, Mertens und Hazard. Hier kann ich ihn natürlich wieder mit Wissen glänzen, weil ich kenne die Gesichter und ich kenne die Spieler auch alle individuell recht gut. Natürlich ein starkes Team, ne, muss man sagen. Mal sehen, ob wir eine Chance haben. Haben wir. Geht nämlich raus. Versuch Nummer 2, 95 Chemie. Nicht so stark das Team, aber ein neuer dafür. Ein Tor, Innenverteidigung, CDB und Korluka. Dann rechts Henrichs, links Phil Jones ist das, glaube ich, ohne Sinn. Dann haben wir, oh Gott, wie heißt er? Sekunde, Kovacic, Weigel, Rudi auf rechts, Defoe und Morata. Wie heißt der Kollege? Er hat bei Köln gespielt. Peschko, Slavomir Peschko, genau. Eieiei. Schöner Pass von Paulinho auf Jesus. Jesus. Ich habe keine Ahnung, wofür ich diese gelbe Karte bekommen habe. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, vielleicht habe ich da was gemacht. Vielleicht habe ich da was gemacht. Ich habe ihn übrigens gesehen bei dem Video mit den Freekickers. Mit Ivanovic und Timoschuk noch. Sehr sympathisches Kerlchen, der Paredes. Aber ein bisschen schüchtern. Ngol, Ngol, Ngola. So, Dybala mit dem Kopf. Egal, Tor! Sehr geil, mein erstes Tor außerhalb vom Draft und es macht natürlich Paulo Dybala, der beste Spieler, den ich bisher gezogen habe. Ich weiß gar nicht, auch vom Rating her, ich glaube ja, zusammen mit Paulinho, aber auch der beste so von Allgemeinheit her. Sehr schön. Mit ein bisschen Pech bleibt das einzige Tor, denn er hat eine Pause angemeldet und das, nachdem ich ihn ein bisschen zerskillt habe mit Gabriel Jesus, wäre natürlich nicht so schön. Ich glaube übrigens, mein Jesus hat ihn an seinen Jesus, Jesus wird er ausgesprochen, hat ihn daran erinnert, weil jetzt hat er seinen eingewechselt und zwar für Peschko. Tja, wenn du eine Kölner Legende auswechselst, ne, da werde ich ja aggressiv. Da werde ich richtig aggressiv. Und da werde ich jetzt keine Gnade walten lassen und das 2-0 mit Khedira machen. Boah, war das schlecht. Bats! Heieiei, Dybala means business. In diesem Spiel anscheinend. Sehr, sehr schön. Ich habe Dybala dieses Jahr auch noch nicht einzelne Mal gespielt. Aber das ist ein sehr schönes Tor und unerreichbar für Neuer. Nice. Es wär schön gewesen. Das Tor wäre so noch Mass Bonito gewesen, als das von Dybala gerade. Mass heißt übrigens mehr. Oh, Elfmeter. Und Bonito heißt schön. Lässig. Eigentlich Telefonjubel, gibt's hier aber glaube ich noch nicht. Hulk meldet sich zumindest schon mal zum Dienst. Bam! Jetzt ist er da. Hulk ist angekommen. Und wie? Ich feiere den Typen. Ich habe den immer gefeiert. Ich werde den immer feiern, auch wenn er in China spielt und ich ihn leider nicht verfolge momentan. Aber der Kerl ist eine Maschine. Und heißt nicht umsonst so. Was für ein Strahl. Ja. Passiert. Das ist ein Foul an Hulk. Das war so ein schöner Angriff. Leider konnte ich nicht mit Paulinho zu Ende lupfen. Und dann wird Hulk in der Mitte eiskalt gefoult und es gibt keinen Elfmeter. Hulk ist jetzt sauer. Auch schon nach seiner grünen Karte, die ihr gesehen habt. Aber ein Tor macht er ja nicht nochmal. Und damit ist es vorbei. Mein erstes Spiel in Foot World Cup dieses Jahr. Und zwar nicht im Draft und ich gewinne es mit 4:1. Bekomme dafür natürlich noch ein Set, was sehr, sehr schön ist. Hulk mit einer klasse Performance, 31 Schüsse, 18 aufs Tor. Ich glaube, damit können wir ganz gut sagen, dass das sich gelohnt hat. Zum Anfang mal, wir öffnen natürlich noch die beiden Sets, die wir bekommen haben. Und ja, danach verabschiede ich mich schon mal. Es sind beides Einzelspieler-Sets, aber das ist ja normal, dass es für die Spiele nur Einzelspieler-Set gibt. Das erste ist komplett irrelevant.
Und das zweite wird hoffentlich ein bisschen besser. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt euch auf. Bis dann. Das ist schlecht. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.